Ja, da sind wir wieder. Tommy Boy hat den Löffel bravourös abgegeben, dank Rattengift und Whisky. Ja, im Leben eines Let's Players passieren schon mal manche Zufälle, so auch in diesem Haus, denn, ja, Lucius ist nicht nur hier in der Villa unterwegs, sondern auch bei mir in der Wohnung, so wie es aussieht. Ich habe eben schön 3 Folgen aufgenommen, musste mal eine kurze urinale Pause einlegen, musste dann feststellen, ach scheiße, das Kabel vom Mikro war gar nicht eingesteckt, beziehungsweise hat sich während des Aufnehmens gelöst. Ein toller Streich, der mir hier gespielt wurde von Lucius. Ja, Glück für euch, ihr müsst nicht rumäumeln mit mir und gucken, wie ich hier rumirre, denn ich habe komplett eine Folge gebraucht, um erstmal zu gucken, wen ich als nächstes hier über den Jordan schicken muss. Und heute ist der glückliche Gewinner. Die Gärtner. Und diese Gärtner ist die Antonia. Antonio Banderas. Er macht die Frauen glücklich mit seinem, ja, tollen Gerät, was er hier vor sich her schiebt und in der Hand hält. Und er macht sicherlich auch Frauen mit anderen Geräten glücklich. Die Antonio, die Latin Lover. So, drücke Q. Die Antonio haben wir hier. Antonio. Antonio. Toni. Tonio. Antonio, der Gärtner. Antonio mäht wieder den Rasen. Ich könnte seinen Rasen mehr sabotieren. Warum sieht er nur immer so aus, als würde er gerade aus der Disse kommen? Hm, vielleicht kommt er gerade auch aus der Disse. Und, ja. An der Hose hat er noch einen Fleck. Ja, Urin. So, das wäre natürlich jetzt alles hier für die Katz, für den Rasen, fürs Gras. Er kümmert sich ums Gras. Ich fährt immer dieselben Bahnen. Er ist ein fleißiger Gärtner. Ich habe ein bisschen überlegen müssen, bis ich hier auf die Lösung kam für diesen tollen Mord, der jetzt gleich kommt. Ich muss hier nämlich einen Stein nehmen und hier irgendwo, ja, platzieren. Aber wo? Hallo? Ach, hier. Zack, da liegt er. Und dann gehe ich mal hier in Deckung und warte mal, bis die Antonio die nächste Runde mit seinem tollen Gerät fährt. Mit die tolle Rasenmäher. Ja, immer ein fröhliches Lied auf den Lippen. Die alte Pfeifnase. Ja, jetzt fährt er am Stein noch vorbei. Wo liegt denn das Ding? Ah, hier. Ich verstecke mich mal hier hinterm Baum, damit der Antonio mich nicht sieht. Lalalala. Mensch, er hat schon drauf. Er hat den grünen Daumen. Also noch hat er einen grünen Daumen. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, den wird er nicht mehr lang haben. Lalala. Und jetzt. Und. Ach, so ein Scheiß. Der Felsen. Ich kann das reparieren. 3 Tonnen ist der Felsen schwer. So, er will reparieren. Ich gucke derweil in mein schönes Buch. Er will wohl den Rasenmäher wieder zum Laufen bekommen. Das könnte mal eine Chance sein. Ja, und Chancen lassen wir nicht verstreichen. Die nutzen wir eiskalt. So, die Antonio, da kniet er sich hin und betet zum Rasenmähergott. Ja, und ich wähle meine Fähigkeit Telechinese. Ah, wäre fast in die Augen gegangen. So, ich lese nochmal in meinem Hausaufgabenbuch. Das war nicht genug. Er hat es geschafft, der Klinge zu entkommen. Ja, wer der Klinge entkommen will, dem hilft nur eins. Vergessen. Hallo? Hallo, vergesst doch mal. So. Ne, interagieren muss er, genau. Und zwar mit diesem tolle Gerät. Ja, das macht er jetzt. Wie ferngesteuert läuft er zum Rasenmäher. So, und jetzt betet er die Rasenmähergötter an, dass das Gras noch fleißig wächst, damit er seinen Job nicht verliert. Oh, da ist er. Da ist er aber hingefallen, glaube ich. Da ist er ein bisschen ausgerutscht auf dem nassen Rasen. Mensch, der hat aber Glück, dass das so glimpflich ausgegangen ist. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ja, ja, die Antonio. Da liegt er. Und der Rasenmäher rumpelt und zuckelt und pumpelt. Und ich habe wieder, ja, hier. The Mighty Lucius. Wochenlang schlief ich nachts nicht richtig. Ich bekam einfach nicht den richtigen Durchblick. Als ob mir etwas entgleiten würde. Ich wandte mich an die Kirche und bat um Hilfe. Ich hoffte, sie würden das Haus besuchen und den Leuten dort vielleicht helfen, ihnen Rat anbieten. Was auch immer Priester so tun, ich lag falsch.
Wie vorherzusehen, gab es noch einen Unfall, diesmal im Garten. Eines der bizarrsten Dinge, die ich je gesehen habe. Ich hatte keine stichhaltige Erklärung. Und die Presse forderte vom Department Informationen. Diese Geier kreisten ständig um das Anwesen. Meine ganze Welt brach auseinander. Ich befragte Charles Wagner nun täglich. Er versuchte mir zu erklären, alles spiele sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Sein Vater Fabius, den ich für ein wenig behämmert hielt, wurde plötzlich vermisst. Alle nahmen an, er wäre einfach verschwunden, um dem Stress zu entkommen. Was passiert hier wirklich, Dad? Wurden wir verflucht? Haben wir Feinde? Werden wir erpresst oder ist das eine Art Vendetta? Rede keinen Unsinn, Charles. Du greifst nach Strohhalmen. Ich weiß über deine Verbindungen zur Unterwelt damals. Ich weiß, woher unser Geld stammt. Du hast keine Ahnung und frag nicht. Sei einfach dankbar. Hast du keine Gefühle, Dad? Warum warst du nicht bei Toms Beerdigung? Er war ein Versager und er ist auch gestorben wie einer. Er war nicht mein Sohn. Das ist einfach kalt. Du bist ein herzloser, verbitterter alter Mann. Wer hat dir alles gegeben, was du dir je gewünscht hast? Und jetzt ist es Zeit, zurückzuzahlen. Es stehen Ereignisse bevor, die weit jenseits deines Verständnisses liegen. Ich werde diese Wahl verlieren. Meine Welt zerbricht. Lucius spricht nicht. Nancy verliert den Verstand und auch du bist verrückt. Wir sind alle nur Bauern in einem großen Spiel. Diese Leute, sie sind letztendlich alle nur Futter für die Sense des Todes. Du musst nur deine Rolle spielen, Charles, und ein guter Junge sein. Die, die bis zum Ende durchhalten, werden belohnt. It's raining, Priester. Halleluja, it's raining, Priester. Yeah. Ding dong. Guten Tag, Miss. Ich bin Vater Lagle aus der Diözese Winterhill. Das ist Vater Di Cosimo. Wir haben von dem Unglück erfahren, das dieses Haus befallen hat. Und wir kommen, um ihm unseren heilsamen Segen anzubieten. Sind die Herrschaften des Hauses zu sprechen? Was? Zum Teufel raus aus meinem Haus! Verfluchte Parasiten! Schafft eure Röcke zurück zu den erbärmlichen Taugenichtsen in die Stadt! Die schlucken euren Jesusmüll! Aber runter von meinem Rasen, oder ich gebe euch Grund zum Beten! Geh mit ihrem Mist auf meinen Grund hausieren! Sieh zu, dass sie verschwinden! Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ah, Sie haben mich überrascht. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde gerne mit Ihnen über die letzten Ereignisse hier in Dante Manor sprechen.
Ich zahle gut für Informationen. Wissen Sie nicht, wer ich bin? Oh, Mr. Wagner. Entschuldigung, ich habe an der Haustür geklingelt, aber niemand öffnete. Es sah nach Regen aus, das also bin ich... Das ist Hausfriedensbruch. Ich könnte Sie erschießen. Hey, Augenblick! Ich bin so müde. Und es ist so heiß hier drin. Ah, Lucius. Welch wunderbar grausame Opfer du mir gebracht hast. Jetzt müssen wir weiter. Wir müssen fortfahren, ohne nach hinten zu blicken. Da sind diese Schnüffler, Lucius. Sie hegen einen Verdacht. Du musst wachsam sein. Aber jetzt ist es an der Zeit, dich die mächtigeren Fähigkeiten zu lehren, damit du dich, falls nötig, schützen kannst. Oh ja, neue Fähigkeiten. Bitte, bitte. Machst du gerne Feuer, Lucius? Oh ja, Feuer ist toll. So schön warm hier. Dein Papi verbietet dir, mit Streichhölzern zu spielen. Mhm. Aber ich zeige dir einen besseren Weg. Ja, wähle Entzündungsfähigkeit durch Drücken von 5. Damit an. Was, um damit anzufangen? Macht aufzubauen. Drück und halte Mause 1. Wenn du loslässt, wirbelst du einen Feuerball auf dein Ziel. Oh, ui, Spielsachen angezündet. Mensch, versuche diese Testpersonen zu töten. Achte auf ihre Gesundheitsanzeige, ja. Testpersonen sind immer schön. Oder eher gesagt, Testschatten. Ja, da langt nicht nur ein Feuerball. Da müssen wir schon ein bisschen hier was draufbolzen. Aber er will nicht, er lebt noch. Oh! Was ein Jumper, ey. Ja, 4 Dinger, ey, hör mal. Da habe ich aber so viel Kraft, habe ich aber nicht. Ja, ich könnte beim Supertalent mitmachen. So geil bin ich. Jetzt sei doch mal ruhig, ey. Manchmal und nur in extremsten Situationen eingesetzt werden. Jedes Mal, wenn du mir ein Opfer bringst, erhältst du diese Fähigkeit. Aber nur für kurze Zeit, bis die Macht wieder vergeht. Ja, ist ja gut zu wissen. Jedes Mal, wenn ich ihm ein Opfer bringe, ja, komischerweise, jedes Mal, wenn ich ihm ein Opfer bringe, ist das Kapitel beendet und ich wache in meinem Zimmer wieder auf. Als wäre nichts gewesen. Och, mal gucken, ob ich dann noch mit dem Feuer da rumhantieren kann. Ja, 1. April 1973. Verrat. Verraten von einem Braten. So, jetzt kommt der Kifi aus meiner Castle. Ach nee, ist Oppi. Mensch, Oppi, du hier? Komm, mein Junge. Es ist Zeit zu reden. Oppi hat mich unsittlich berührt. Du hast dich also umgesehen und die Kammer gefunden. Gut gemacht, Lucius. Zieh dich an und triff mich dort unten. Lass dich unterwegs nicht erwischen. Ich habe bemerkt, dass noch nicht alle schlafen. Ja, Aktualisierung im Notizbuch. Da gucken wir erstmal rein. Antonio hat sich erledigt, das Gras kann wieder wachsen. Wird auch wohl so sein. Großvater Fabius. Mein Großvater hat mich geweckt. Er trug mir auf, ihn in der Kammer zu treffen. Alle sind noch wach. Ich muss einen Weg finden, unentdeckt vorbeizukommen. Die Dunkelheit ist mein Freund. Ja, ja, die Dunkelheit. Good old darkness. So, was haben wir denn hier noch? Eine neue Nachricht. Und auch der König und seine Mannen brachten Hamdi damit die nicht mehr zusammen. Das ging ihnen gehörig auf die Leber. Die haben wohl einen geleppert. Ja, und jetzt muss ich in den Keller. Das Tolle ist, hier ist alles zu.
Ah, hier ist schön nass. Ich kenne den ganzen Schüssel hier schon. Ist natürlich auch eine super Sache, hier sein Kind rauszuschicken bei so einem Mistwetter. So, Mutti guckt noch hier Fernsehen. Die hat mich beim ersten Mal voll erwischt. Die blöde Gans, aber voll erwischt. Ja, eiskalt erwischt. So. Und wer da jetzt nachts noch Teleshopping guckt auf DSF oder keine Ahnung, was da nachts läuft für tolle Unterhaltungselektronik-Sachen, da wollen wir immer das streitig machen. So, Mutti. Schluss ist mit Nachtjournal gucken. Ja, Charles Will. Will noch jemand was? Willibald von Wilsen. So, die schnappt sich die Taschenlampe, macht sich auf die Reise. Nicht auf die Reise nach Jerusalem, sondern auf die Reise in den Keller. So, ich habe die falsche Fähigkeit. Und es ist scheiße dunkel hier, Leute. Es sieht nicht nur so aus, es ist wirklich so dunkel. Und ja, zum Glück sind die Blitze da. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen gucken, wenn hier noch welche wach sind. Ich gehe einfach mal hier ins Pornozimmer. Wenn ich es denn finden würde. Guck mal, ob sich hier jetzt mittlerweile... Hallo? Mittlerweile was tut. Vielleicht liegt ja nachts jemand hier in der Wanne und... Ne. Nö. Es ist ein ungepflegter Haushalt. Hier wäscht sich keiner. Also hier liegt nie jemand in der Wanne und... Wäscht sich mal. So, wo geht's denn hier? So. Und hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Die sind hier nämlich alle on Tour. Hallo Klaus. Klaus ist auch wieder mit am Start. Wie ja, eigentlich schon jeder voll. Nein! Was macht denn die Haushälterin hier, ey? Was machen die denn nachts auch alle hier? Die wuseln da rum wie die Lemminge. So, jetzt muss ich natürlich... Ich habe hier diese Vergessensfähigkeit. Ja, das war hier auf 4. So, und jetzt muss ich mir den Weg in den Keller suchen. Muss ich jetzt natürlich... Jetzt kommt der hier hoch, oder? Wer ist denn das jetzt? Der kommt... Natürlich... In welche Richtung läuft der? Oh, in die Richtung. So, jetzt kommt natürlich noch ein anderer da unten hoch. Die kommen auch alle hingeschissen, ey. Was geht denn bei denen ab? Nein, geht in die andere Richtung. Hau doch ab, ey. Mensch, Will. Nein, Will. Wo gehst du hin? Will nicht viel. Ja, die Alte ist schon hinter mir. Ja. Ist der Mörder im Haus? Ja, Fabius, ne? Das ist schon eine alte Sackratte, ey. Baut sich da im Keller so einen schönen Folterraum rein, so ein Folterroom. Das ist quasi ein Panic-Room. Nur das... Nein! Oh, Will, der gehört gefeuert, ey. Was? So, kann ich den vergessen lassen? Ja. Mach's gut. Oh Gott, ich habe nur noch... Es geht auch mit Ladung hier. Will mich wohl komplett verladen. Jetzt kommt der Bulle auch noch. Terence, Mensch. Wenn der jetzt noch sehen würde, wie ich Drogen nehme. Wer aber... Heiti, peiti, tamti, damti. So, ich muss doch nur in den Folterkeller. Da muss ich mir jetzt mal eine schöne Route zurechtlegen. Also... Ey, jetzt läuft die schon wieder hier lang, die Alte. Die alte Schrolle. Komm, hau ab. Ja, die Kirche haben wir mittlerweile auch aus dem Haus verworfen. Hallo, Klaus. Ach, Klaus ist wieder da. Grüß dich, Klaus. Mensch, lange nicht gesehen. Und wie geht's? Frauen, Kinder, so. Ah, nee, die Haushälterin. Hau doch ab. Ach, ja, was ist los? Das frage ich mich auch. Was macht ihr denn hier nachts? Was macht ihr denn nachts? Haut doch mal ab. Ja, jetzt läuft die natürlich in meine Ecke. Nee, doch nicht. Ras ab, Olle. Ey, das geht gar nicht. Ey, da kommt der Nächste. Was ist denn das hier für ein Durchgangsverkehr? Ich komme mir vor wie am Bahnhof. Geht ja jeder ein und aus. So, Will, komm, hau ab. So, kann ich jetzt mal hier lang? Tag, Klaus. Klaus könnte mir auch mal helfen. Für ein bisschen für Ablenkung sorgen. So, hier rein. Nix wie durch. Ey, ich muss hier in den Keller. Zack. Ja, hier kenne ich mich mittlerweile so gut wie auswendig aus. Ja, das kenne ich so gut wie in- und auswendig. Jetzt bleibe ich an der Treppe hängen. Ich bin ein doofes Kind. So, Taschenlampe, das ist mir zu düster. So, ab zu Opa. Opa hat bestimmt einiges auf dem Kerbholz, so wie ich das angehört hat. Ich denke mir, der Reporter wird hier auch noch liegen und auf seine Strafe warten.